Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Wie ihr seht, Dulac and Fay, Dance of Dead. Wir müssen erstmal in die Settings. Dialog ist okay, schön hoch alles. Aber Musikvolume. Wir müssen auf jeden Fall drosseln. Subtitel on, Soundeffekt, so, Dialog. Yes. Hat er gespeichert? Hat er gespeichert. Continuum gibt's nicht. Wird auch garantiert wieder Englisch sein. Ist ein kleineres Spiel. Ah, wir sind ein Hund. Sieht aus wie eine Datscha. Let us go. I cannot wait any longer. I am hungry. How? Do not play dumb. We were Odin. Dulac! It was a troll, was it not? Oh! I tell you, it was. I oft confuse them with goblins. A proper meal. It is English. But alas, in the depths of the food. Ish. It is a Dulac. Danke in English, also skippe ich jetzt einfach mal weg. Heartless creature. Dass wir uns wenigstens ein bisschen angucken können, was wir machen sollen hier. This better be worth our while. Den Stil finde ich gar nicht mal so schlecht. Das sieht aus wie ein Bild und halt darauf ist halt der Charakter gepackt. This does not look to be nothing. You are lucky. Anything less than a corpse and I would be heading straight back inside. I will seek word as to what. Jetzt bin ich er. Das scheint in Russland auch zu spielen. Wenn ich so die Mützen sehe. Produkt anzeigen. Untertitel Deutsch. Ja, seht ihr? Da steht Dönis ein deutscher Untertitel. Untertitel Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch. Haben wir gerade ein Update noch nicht gemacht davon oder so? Nö. Kann man hier noch irgendwie weitergehen? Nee, kann ich nicht. Subtitel. Ich kann die Untertitel auch nur an- und ausschalten, aber hier ist nichts weiter an Settings. Settings. Ja, jetzt ist es gefreezed oder was? Aber es ist doch schon scheiße, wenn im PSN steht, es hat Deutsch einen Untertitel und es hat keinen deutschen Untertitel. Man kann ja nicht mal Untertitel auswählen. Oder habe ich in meiner Blödheit irgendwie was verkehrt gemacht beim Anfang, beim Starten? Da haben wir doch nur Continuum, New Game und Setting.
Hier ist Subtitel. An oder aus. Dann war Musikvolume. Also die Lautstärke der Musik. Die Soundeffekte, die Lautstärke. Dialogvolumen. Also wie laut der Dialog ist. Also wenn sie quatschen. Und dann ist hier Farbe. Also Color. Mehr ist doch nicht und es geht auch nicht weiter runter. Objekts. Collector, Bio, History. Ne, ist nicht. Warte mal, ich komme mal hier. Also, ich sag mal so, das Konzept ist gar nicht mal so schlecht. Also es soll eigentlich so wie ein Krimi sein. So ein bisschen Sherlock Holmes mäßig. Hintergrund sieht aus wie ein Bild. Und da sind die Figuren dann ruffelbappt und dann hat man so seine Storys. Und ein bisschen wie Baphomets Fluch, bloß halt... Bei Baphomets Fluch war der Hintergrund nicht Bild, da war halt noch ein bisschen vernünftiger gemacht. Aber das Konzept ist gar nicht mal so schlecht. Aber es bringt mir nichts, ein Spiel zu spielen, was wenigstens sagt, dass es deutschen Untertitel hat. Und es hat keinen deutschen Untertitel. Also die Sprache ist in Englisch. Ich gucke nochmal nach. So. The face is badly marked. Da. Wounds are deep. His purse remains full. The villain cared not for coin. A torn letter. Sent by Espen's sweetheart. You look fey. Ja, mal gucken raus. Ist ja cool gemacht, Alter. Coarse hairs. His clothes are... There is an injury to the stomach. There is an evil at work. An evil? No. Alles? Jetzt wird wieder der Hund. Das ganze Konzept wäre vielleicht auch ein bisschen. The deceased. Here was my mother. Mit den Tieren quatschen, okay. Whatever happened to the man? What? Also das ganze Konzept wäre auch ein bisschen mehr zu verstehen, wenn man wenigstens eine Untertitel lesen könnte. Another has been claimed. Oh, schon wieder eine Leiche. The gut suffers wounds, Saint Mary. Wings, it likes eyes. In our look, there is no end to love. Der kleine Ort ist ja überschüttet mit Leichen, so wie es aussieht. Also das Prinzip ist ja nicht mal so schlecht. Und auch mit den Augen und das alles. Der Hintergrund gefällt mir auch ganz cool. Ist mal was anderes. Ja, und hier können wir dann wieder mit einem Vogel quatschen. Ja, das ist alles gar nicht mal so schlecht. Aber er bringt mir nichts, wenn ich überhaupt nichts davon verstehe. Überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich zeige euch nochmal. Produkt anzeigen. Ich habe es aus dem deutschen PSN mit meinem deutschen Profil runtergeladen. Da steht er auch. Hier steht, oh, kann ich wieder zu spielen reden. So, und dann gehe ich hier runter. So, mach das mal groß. Audio Englisch. Untertitel Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch. Ja, das bringt mir ja nichts. Also das bringt mir nichts. Ich verstehe nicht, was die von mir wollen. Ich verstehe nicht, was ich machen soll. Da ist das angezockt jetzt auch schon nach 9 Minuten oder was vorbei. Weil das bringt halt nichts. Prinzip vom Spiel ist cool.
Die Optik ist für viele, denke ich mal, Gewöhnungssache. Mir gefällt es, weil mal was anderes ist. Und ist ja nur so eine Art Point-and-Click-Adventure, wenn man so will, auf Deutsch. Aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich nicht verstehe, was ich machen soll, was ich suchen soll. Und ich will ja auch ein bisschen was verstehen, warum sind da so viele Tote? Warum, und mit dem Hund, hä? Aber so bringt es mir halt gar nichts. Und dann steht es halt im Store mit deutschen Untertiteln. Also, wenn es wenigstens deutschen Untertitel hätte, könnte man wenigstens lesen. Würde man kapieren. Kapiere ich so nicht. Und dann ist das Video für mich jetzt schon zu Ende. Also, wie gesagt, wenn ihr gut Englisch könnt und auch Englisch lesen könnt, dann seht ihr das, dann ist das was vielleicht für euch. Für mich und für andere, die wenigstens einen deutschen Untertitel brauchen, ist es komplett Murks. Ist halt so, es ist Murks. Man kann nicht ein Spiel reinstellen mit deutschen Untertiteln und dann hat es keinen deutschen Untertitel. Das ist Murks. So, dann will ich mich jetzt hier auch schon wieder verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich packe euch den Link zum Spiel trotzdem in die Videobeschreibung. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was. Für mich ist es jetzt so, wie es ist. Ist Murks, ist scheiße. Das hat so in der Form nichts im PSN zu suchen. Oder wenigstens im PSN den Text abändern, dass es Englisch und Englisch hat und nichts mit Deutsch oder so. Das ist Murks. Ja, also, tut mir leid, kurzes Video nur, aber was soll man bei so einem Schrott erwarten? Also das kann so nicht sein, das ist doch scheiße. So, ich bin dann jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Das ist euer Odin.